Die Spanierin Teresa Romero ist der erste Mensch, der sich außerhalb Afrikas mit Ebola infiziert hat. Ein Spezialteam hat am Mittwoch das Madrider Apartment der Krankenschwester desinfiziert. In einem Telefoninterview teilte Romero nun mit, dass es ihr besser gehe. Es sei ein langsamer, aber stetiger Prozess. Romero war Teil eines Teams, das einen Ebola-infizierten Priester behandelt hatte. Kurz darauf hatte sie über Fieber geklagt und wurde selbst ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte einen ersten Verdacht, als sich bald niemand mehr in ihr Krankenzimmer traute. Anfangs kamen die Ärzte noch jede Stunde, aber am Nachmittag war ich allein. Ich konnte sie hinter der Tür sprechen hören. Ich habe dann nachgehakt, bekam aber keine klare Ansage. Ihre Diagnose habe sie schließlich aus den Medien erfahren, so Romero. Ich habe auf meinem Handy die Tageszeitung gelesen und dort stand, dass ich positiv auf Ebola getestet wurde. Niemand hatte sich getraut, mir das ins Gesicht zu sagen. Es wird darüber spekuliert, ob sich die Krankenschwester über kontaminierte Handschuhe infiziert hat. Die Behörden kündigten eine offizielle Untersuchung an.